Willkommen zurück zu einer neuen Folge Farm Together. Wow. So, du hast wirklich keinen Boden gekauft, ne? Nee. Ich habe gesagt, ich kaufe keinen Brunnen, also habe ich keinen Brunnen gekauft. Ich habe sie in der Aufnahmepause extra beobachtet, ob sie wieder heimlich wegfällt und nochmal einen kauft. Nee. Okay. Chi, ich vertraue dir jetzt. Ich wundere mich selbst darüber, dass ich das ausspreche, aber ich vertraue dir jetzt. Mhm. Sollte ich einen finden, wäre es natürlich noch deutlicher, die Enttäuschung. Das würde ich niemals wagen. Verkaufst du auch gerade? Verkaufen? Also ernten, nicht verkaufen. Ja, ich war jetzt gerade, ich bin gerade hinten bei der Baumplantage tatsächlich. Aber hier ist nichts fällig. Ja, die Baumplantage habe ich, hab ich schon geerntet. Das ist, dann sag das doch direkt! Ja, nee, ich hatte gerade überlegt, ob du bei den Feldern vor der Baumplantage bist. Da hab ich jetzt bin ich langsam, da gerade. Ja, und ernte die. Ich habe zu langsam geschalten, es tut mir leid. Eieiei. Da kommen die letzten Leben. Oh, wir haben bald eine Quest wieder fertig. Ja, sehr schön. Die mit der gelben Paprika, ne? Ja. Kriegen wir die heute noch fertig? Ja. Weil die ganzen Paprika sind fertig. Da finde ich gerade auch nochmal Kostgold. Das ist in letzter Zeit echt viel geworden, ne? Vielleicht haben sie was gepatcht. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht haben sich irgendwelche Nichtskönner beschwert. Die können uns nicht kaufen, wenn wir kein Gold mehr haben. Und wir schmeißen immer alles zum Fenster raus. Und das ist voll doof vom Spiel, weil wir kriegen selbst nichts geschissen. Was viel zu schwer ist, dieses Spiel. Und können uns nicht innerhalb von 2 Minuten alles kaufen. Boah, ich bin gerade so fertig. Ah, gee. Weiß schon. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Jawoll, Mann! Yay. So. Ich pflanze an. Melonen. Haben wir noch irgendwas? Sojabohnen? Ich dachte, wir wollten jetzt groß anpflanzen, oder nicht? Ja, ja. Ja gut, wir wohnen da auch nur 3 Stunden, ne? Wassermelonen, dachte ich wieder. Ja, ich habe gerade geguckt, ob es irgendwas gibt, was effektiver ist. Nein, nichts geht über Wassermelonen. Da kriegen wir nämlich Früchte raus. Und die können wir nämlich zu Medaillen letztendlich machen. Boah, wir haben 1 Million. Ja, geil, Mann! Hatten wir schon mal 1 Million in diesem Spiel? Tatsächlich noch nicht. Dann soll man ja sagen, wir wären nicht effizient. Ja. Müssen wir mal gucken, was wir mit dem Restgeld machen. Am besten neue Felder anlegen, oder? Ich würde tatsächlich das Restgeld einfach behalten. Nein. Doch. Nein. Ja, dann stell dir mal vor, wie viel wir das nächste Mal haben, wenn wir das Spiel öffnen. Ja, wir hätten aber noch mehr, wenn wir es ausgeben würden, um hinterher noch mehr zu verdienen. Nee. Doch. Nee. Doch. Es würde ja in der Zeit, wo wir nicht da sind, für uns arbeiten. Das ist wie mit der Bank. Wenn du da mal wieder Zinsen bekommen solltest. Versteht sich. Bekomme ich nicht. Hi. Hallo. Ist das schön, ist das schön. Das Anpflanzen ist so schön. So. Das Schöne bei den Melonen ist ja wirklich, dass man die wirklich immer anpflanzen kann. Ja, das stimmt allerdings. Und die nur 250 kostet, wenn man über 1000 kriegt. Weil wir so übelst viel mit den Dingern gelevelt haben. Nee, das war tatsächlich von Anfang an schon so. Echt? Ja. Krass. Was ist meine Katze da im Feld gewesen? Ich dachte, was ist das für ein schwarzer Klecks da? Das war nur meine Katze, alles gut. Du bist ja lieb zu deiner Mieze.
Ah, Kätzchen kann das abhaben. Ich hab das trotzdem lieb. Das sind dich wahrscheinlich nicht. Ja doch, die hat mich auch lieb. Hallo, immerhin heißt meine Katze nicht wie ein Alkohol. Warum soll deine Katze wie Alkohol heißen? Ja, dein Hund heißt Jack Daniels, also denk mal drüber nach. Mein Hund heißt nur Jack. Daniels? Ja. Nein. Das brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren, Shin. Okay, wir haben gar nicht so viel Platz, um das ganze Geld für Felder und Melonen auszugeben. Vor allem, wir haben immer noch fast 1 Million. Ja. Ah, können wir nicht noch ein paar Fische kaufen? Irgendwas, was richtig viel Geld kostet? Ja, ich werde mich den Rest der Folge wahrscheinlich in meinen nicht-japanischen Garten setzen. Ich kann den Tieren wohl nochmal zu Futter geben, aber... Das haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja, sowohl. Jo, haben wir. Wir könnten da, wo wir vorher unsere Bushaltestelle haben, nochmal ein paar Felder anlegen. Ja, mach du mal. Ich gehe mal zum nicht-japanischen Garten. Das passt nämlich hier noch in den Konsens rein. So. Da habe ich nämlich vorhin gerade Fische angefangen und konnte sie nicht fertig bauen. Weil das Geld alle war. Ja. Ey, solche Probleme haben wir? Völlig unverständlich. Ich verstehe es auch nicht. So, dann schaue ich mal eben wegen dem Essen der Tierchen. Da haben wir natürlich einmal hier wieder Le Schweinchen. Wie lange bauen die noch? Eine Stunde, okay. Zack. Truthähne. Zack. Okay. Hier noch irgendwas fertig. Nein. Okay. Kann ich denn noch irgendwie irgendwelche Tiere, die ich noch nicht habe? Ne, Tiere habe ich ja jetzt alle. Mann, ey. Fischi, Fischi, Fischi. Ach was. Ach, leck mich am Arsch. Nee. Jetzt weißt du, wie wir manche Tiere freischalten? Indem man andere nicht mit Leveln. Genau. Ja, das habe ich bei Bäumen auch. Ja gut, aber dem musst du nicht permanent Futter geben. Ach, du ahnst nicht. Na gut, das... meistens machen wir das ja automatisch über die Quests, insofern. Ja. 168 Diamanten. Finde zuerst den ungeschliffenen Diamanten. Diamanten. Das habe ich mir auch erst letztens wieder angeguckt. Hast du mal die, die Realverfilmung gesehen? Die, ich liebe die Realverfilmung. Verfilmung. Von Aladdin? Ja. Also ich fand den Film jetzt nicht schlecht, aber... Der Disney-Film war besser. Also der. Ja, das ist sowieso. Aber er war trotzdem hübsch. Ja, wobei ich sagen muss, ja, ich bin ja nach wie vor Fan von der Realverfilmung von König der Löwen. Ich weiß, du nicht, aber. Mhm. Die ist in meinen Augen echt auch gleichwertig mit dem, Zeichentrick, also dem Disney-Zeichentrick. Mhm. Ist meine personal Meinung. Ja, nee. Musst du nicht mit konform gehen. Das habe ich damit nicht bezwecken wollen. Okay. Ich sollte dann mal anfangen, auch den Kühen eigentlich am besten immer was zu futtern zu geben. Weil Kühe machen tatsächlich Sinn, wenn man die unterhält. Weil da kriegt man nämlich Milch von. Und die können wir nämlich unterm Strich auch dann für Medaillen verkaufen. Okay. Ne, bei so Hühnern und Gubbel-Gubbels und Schafen und sowas, das macht nicht so viel Sinn.
Aber Kühe machen tatsächlich Sinn. Deswegen würde ich den jetzt einfach nochmal was zu futtern hinschmeißen, weil das, der Countdown geht ja trotzdem darunter. Aber selbst wenn die irgendwann leer laufen sollten, geht der Countdown ja automatisch dann ab dem Punkt weiter, wenn man ihr das nächste Mal was zu essen gibt. Auch Kirschbaum. Alter, die fressen 20.000, diese Kühe. Krass. Da braucht ihr gar nicht zu nölen, ihr blöden Kühe. Das ist doch ja Futter. Weil das kein Premium, hast du nicht gesehen, Futter ist? Warum werden jetzt schon wieder so wie Diamanten her, weil ich die ganze Zeit verkauft habe, wie so ein Wahnsinniger. Ja, ich brauche dann kurz mal Diamanten für Wege. Mhm. Wieso mal gucken, kann ich denn hier noch irgendwie was kaufen, was Schickes? So. 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 Passt das hier irgendwo hin? Oh, guck mal, das passt doch hier sehr gut hin. Ich mach da lieber Blümchen hin. Ja, level up. Ich habe einen Baum gepflanzt. Nur der Deko wegen. Was ist das denn? Warum? Weil wir so schön sind, so schlank und rank. Hüpferscheibe, ist das okay? Wärmer Miss Vicky. Ganz kurz, wie viele Diamanten brauchst du noch ungefähr? Jetzt nicht auf den Diamanten, fertig. Genau. Achso, okay. Also kann ich fröhlich ausgeben jetzt. Ja. Würde ich nämlich sagen, hole ich mir nochmal so ein paar Töpferscheiben hier. Ach, Göttchen. Auch einfach nur, weil es schick aussieht. Und das Ganze sogar zweimal, habe ich mal eben 160 Diamanten nur für Deko ausgegeben. Bist du noch süchtig nach Deko? Ich liebe Deko. Ich kann nicht genug. Ich kriege nie genug von Deko. Mhm, glaube ich dir nicht. Ich würde noch mehr Deko kaufen, aber ich habe keine Diamanten mehr. Weil die Sachen, die ich noch nicht habe, die teuer sind. Ich könnte noch eine Fahne kaufen, aber die sieht scheiße aus. Okay. Was ist denn so beim Fischmarkt? Ist nichts mehr. Eiermarkt ist auch nichts. Was sind das für Fett? Vor allem, da ist ein Ei auf dem Boden. Wir hatten da teure Eier hingeschmissen und nicht weggeräumt. Und das sind voll die fetten Eier außer denen. Das sind keine L-Eier mehr, das sind schon XXXL-Eier. Die sind so groß wie der Kopf von dem Typen fast. Hier kommt der Eiermann. Ich meine, welche Hühner kacken solche riesen Eier aus? Die Eier sind so groß wie die Hühner selbst. Google, Googles. Nein, die machen auch ganz kleine Eierlein. Glaube ich nicht. Ei. Da frisst. Ich könnte natürlich tatsächlich, warte mal, das wäre vielleicht nochmal eine Idee für die Quests. Für die Quests. Ich würde mal so einen testweise mal so einen Futtertrog kaufen. Der kostet 4 Medaillen und gibt zusätzliches 2x Futter an Tiere im Austausch für Ressourcen. Einfach mal testweise. Okay. Wo macht das denn am meisten Sinn? Hast du noch Diamanten? Glaub, gerade nicht, glaube ich. Mach das mal hier bei den Schweinen. Ich kann das hier nicht platzieren, warum nicht? Errungenschaft freigeschaltet. Reiß nicht in die Hand. Welche dich. Achso. Aktion ist nicht erlaubt? Hä? Das ist jetzt belastend. Keine Tiere. Genug Platz. Okay, muss ich denn hier ein. Muss mal kurz ein Ding wegmachen sonst. So. Hier schon. Ah, so gibt es. Ah, okay. Muss das tatsächlich weg und dann kann ich nämlich hier. Ah, okay, dann muss ich ein bisschen Obst ausgeben. Gebäude ist nicht bereit.
Ich habe jetzt dann übrigens fast das komplette Ding fertig. Und meinen kompletten nicht-japanischen Garten. Das hört sich gut an. Boah, der Futtertrog, der bringt richtig was. Also, wenn das so ist, wie gerade dargestellt, dann konnten wir... ist ja verhältnismäßig, bringt der 75% des Futters, was die jetzt haben, und 25% ist das, was du denen so hinschüttest. Das ist schon krass. Oh, ich sehe, du bist auch sehr effizient mit dem Diamanten ausgeben gewesen. Ja. Du hast gesagt, du brauchst keine mehr. Nö, ist ja auch richtig. Ist alles gut. Hier riecht es gerade so hardcore nach Essen. Das bildest du dir bestimmt nur ein. Nee, hier riecht es wirklich nach Essen. Okay, jetzt haben wir da quasi einmal einen Futtertrog hingestellt. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, ich kann den Futtertrog ja auch immer wieder hin und her setzen zwischen den Tieren, die wir brauchen. Frage ist, ich lasse erstmal nur einen. Ich könnte jetzt noch einen zweiten kaufen, aber ich lasse es mal. Erstmal gucken, wie der eine funktioniert. Vielleicht ist das ja sowieso total scheiße. Ne? Mhm. Achso, Futter voran. Wie viele Folgen haben wir jetzt heute eigentlich aufgenommen? Achso, ich habe ja aufgeschrieben dann. Wir haben 7 Folgen dann aufgenommen, Chi. Ja, damit kann man arbeiten. Hat nicht ganz gereicht für die 9, wie von dir angekündigt, aber das war dir sicherlich auch klar, dass das nicht realisierbar sein wird. Weil der Herr ja zwischendrin immer seine Folgentitel aufschreiben muss. Jetzt tun wir nicht so, als wenn das der Zeitfresser gewesen ist. War es auch. War es aber. Definitiv nicht. Doch. Nein. Okay, ich brauche für nächste Folge Diamanten. Sonst kann ich da hinten keine Deko weitermachen. Das würde ja bedeuten, dass wir im Prinzip, dass ich 40 Minuten unterm Strich gebraucht hätte, um Folgentitel aufzuschreiben. Ja. Wie hübsch mein japanischer Garten aussieht da hinten. Ja, und ich bin auch sehr stolz über meinen bisherigen Erfolg beim Marktplatz. Allen voran natürlich die Charles Darwin Gedächtnisallee. Vor allem alles, was man sieht, genau was du gemacht hast, weil alles ist so schön gerade. Hast du nicht gesehen? Ja. Nee. Hallo, ich bin Monk. Das muss geradlinig sein. Ich kriege ja schon Anfall, wenn ich mal irgendwo ein... Weißt du, wenn das so mit diesen ganzen Erdhügeln, dass du mal so ein ranzeliges Baukästchen noch so übrig hast, wo du schon nichts hinstellen kannst. Das denke ich mir mal hier. Ich lerne mit Minecraft Asymmetrie. Ich zwinge mich dazu, asymmetrisch zu bauen. Weil es nämlich meistens auch ganz hübsch aussehen kann. Asymmetrisch. Ja. Hübsch aussehen. Mhm. Asymmetrisch. Hübsch aussehen. Gut, es gibt Menschen, die mögen abstrakte Kunst tatsächlich. Ja, da gehöre ich nicht dazu. Ich bin eher Fräulein Porträtbilder. Also ich muss ja sagen, dein japanischer Garten ist ja ganz nett. Aber ich hätte den geradliniger angebaut. Ich finde den voll hübsch. Na gut, ich hätte sowieso mehr so Fischtankmäßig angebaut und dann hätte ich dann richtig schön, jeder Fisch hätte so ein 2x6 Feld oder sowas bekommen und 2x6? Ne, 2x3. Dass wir insgesamt 6 Felder haben. Zum Beispiel. Und davon hätte ich dann natürlich immer schön abgeerntet. Alles so schön in Reihe und Glied, da wird immer ein Weg zwischengeschaltet und fertig. Nee. Niemals. Nee. Wie sieht es eigentlich mit unseren Quests aus, Chi? Sind wir bei irgendeiner Quest fast ready? Also ich sehe hier gerade nur die mit dem komischen tropischen Fisch, die uns da noch fehlt. Ich weiß, Hibiskusbäume, das kommt beim nächsten. Ja gut, es sind noch 17, 15 Hammer. Ne, 18 sind es noch. Ne, 17, stimmt schon. Tropischen Fisch noch. Matemitschi? Ja, Birnenbaum noch. Berkshire-Schwein noch. Also die ganzen Sachen zum Anpflanzen haben wir, jetzt fehlen dann noch Blumen oder Tiere. Okay, wie viel davon, also wie viele Quests haben wir insgesamt und wie viele davon sind realistisch beim nächsten Mal abzuschließen? Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 und abzuschließen sind realistisch 1, 2, 3, 4. Okay, ich nehme mal an, die fünfte ist das mit den 50 Berkshire-Schweinen. Genau. Okay, das glaube ich nämlich auch nicht, dass wir das beim nächsten Mal schon fertig kriegen. Dann kriegen wir nämlich das nächste Mal 6, 8, 12, 16 Medaillen.
Weißt du, was wir mal machen müssen, Chi? Hm? Einfach mal, meinetwegen auch im Stream, einen ganzen Abend, also wirklich bis in die späte Nacht rein, Farm Together aufnehmen. Irgendwann um, schlag mich tot, 18 oder 19 Uhr anfangen und dann irgendwie bis 3 Uhr oder 4 Uhr morgens nur Farm Together aufnehmen. Nein. Dann werde ich richtig bröselig im Kopf. Hä? Tust du jetzt so, weißt du, du bist diejenige, die mit den 12-Stunden-Stream oder was war es, 24-Stunden-Stream oder wie du, was du da immer machst. Ja, das kommt immer aus Versehen. Ja, und dann, da kriegst du so hin, aber weißt du mal so, 8 Stündchen am Stück Farm Together aufnehmen, ist dann so, nee, das schaffe ich nicht mental, das Spiel fordert mich kognitiv zu sehr. Nee, es ist zu repetitiv. Das ist wie Stardew Valley. Du spielst es ja nicht alleine. Du spielst es ja. Deswegen sage ich ja, wir würden es dann gegebenenfalls, ja, könnte man ja auch im Stream spielen. Das heißt, da hätten wir allein schon da Zuschauer. Und wir sind ja auch schon zu zwei. Das heißt, du unterhältst dich auch mit mir. Aber okay, du hast ja am Anfang gesagt, dass du, dass es für dich schwieriger ist, mit jemand anderem aufzunehmen, was Konzentration angeht, als wenn du alleine aufnimmst. Richtig. Gut, da sind wir ja unterschiedlich. Also tatsächlich habe ich aktuell gar keine Zeit, einen Farm Together Stream zu machen, weil jeder meiner Streams mittlerweile ausgeplant ist. Ja gut, jetzt kurzfristig hätte ich da auch keine Kapazitäten für, zumal ich momentan auch, ich habe momentan das Problem, ich habe schon ein Let's Play fast komplett fertig, wo noch nicht mal die allererste Folge auf YouTube erschienen ist, weil da erstmal noch zig andere Folgen ablaufen müssen und ich glaube, wenn das anfängt rauszukommen, bin ich schon angefangen, mit dem Projekt danach weiterzumachen. Also im Moment ist es ja bei mir eher so, alles, was ich ja im Stream mache, erscheint ja früher oder später auch auf YouTube, aber momentan teilweise bis zu 3 Monaten Zeit versetzt. Nee, das Problem habe ich nicht. Ich muss vorproduzieren langsam, aber sicher, damit ich über November komme. Beim November kann es sein, dass nochmal für 2-3 Wochen die Aufnahmen ausfallen. Dann müssen wir irgendwann mal vorproduzieren. Oder wegen dem Studium? Wegen dem Studium. Achso, hast du dann wieder hier Prüfungsphase? Ja, leider. Ja, okay, das ist natürlich dann ein bisschen blöd, ne? Aber ja. Gut. Es ist halt, wie es ist, das kann ich nachvollziehen. Ich bin echt froh, dass ich aus dem ganzen Gedöns rausgefangen bin, raus bin. Ich bin ja damals erst mit den Let's Plays angefangen, als ich mein Studium beendet habe. Das war mein Vorteil. Ich hatte das schon länger geplant, aber ich wusste halt, okay, es macht keinen Sinn. Ich glaube, das war irgendwie so im dritten Quartal 2016, wo ich da eigentlich schon die Planung abgeschlossen habe. Aber ich hatte halt Ende 2016 hatte ich damals meine Prüfung für die Studium, meine Abschlussprüfung. Und da wusste ich ganz genau, so, wenn du jetzt anfängst, kannst du 1-2 Monate was machen, dann musst du sowieso kürzer treten wegen Prüfungen. Deswegen habe ich gedacht, fange ich erst 2017 an. Ja, ich produziere vor. Ich weiß auch, wann meine Prüfungen sind, die sind immer zur selben Zeit. Dann fange ich an, mal vorzuproduzieren. Ja, kann man ja machen. Ich meine, du bist ja jetzt auch mitten im Fluss, ne? Also von daher ist das ja was anderes, als wenn du jetzt irgendwo neu anfängst. Eben. Aber wir haben Folgenende. Es gibt manche Let's Player, die unterhalten sich am Ende der Folge auch nochmal zig Stunden lang. Das wollte ich gerade verhindern, weil wir sind schon bei 23 Minuten. Könnte dir natürlich jetzt auch Namen nennen von Leuten, die das machen. Aber du vergleichst mich ja sowieso immer wieder mit einem anderen Let's Player, von dem ich mich natürlich dann in dieser Form distanzieren möchte. Aus dem einfachen Grund, weil ich natürlich bei weitem nicht an dieses Können heranreichen kann. Das wollte ich noch einmal ganz kurz loswerden. Wir haben übrigens dieselbe Mütze auf, nur in anderen Ausfertigungen. Fast 25 Minuten. Dö. Ja und? Ich meine, wir hatten schon mal Folgen, die sind über 30 gewesen, Chi. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Außerdem hast du gesagt, du wolltest bis 9 machen. Wir haben es noch nicht mal 9, also von daher alles easy. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hab Hunger. Der immer so am Hecheln, boah, ist ja schlimm, der macht doch gerade gar nichts. Ja, ist gut, bevor die Frau ins Mikro beißt, alles gut. Ja, dann, liebe Freunde, auch heute wieder einmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns übermorgen bei einer weiteren Folge wieder und bis dahin heißt es,
immer fleißig die Stange hochhalten. Keine Ahnung. Und gesund bleiben und so, ne? Ja. Also dann macht's gut. Haut rein. Tschüssi. Tschüss.